Wie sagt man es auf Schweizerdeutsch? Bin mir schiesst mich an. Einfach immer die Reduktion. Ja, voll. Die Reduktion, der Stempel, die Migrantin, der Migrant. Und sag mir das Schlimmste, was dir passiert ist. Wie krass war es? Wie schlimm war es? Mega die Schnur voll eigentlich davon. Irgendwie, klar kann man darüber reden. Und ich finde es so mega wichtig, darüber zu reden. Aber ich habe schon so oft darüber geredet. Ich glaube, ich schäme mich immer noch, Deutsch zu reden, weil ich das Gefühl habe, mein Wortschatz ist nicht der gleiche Wortschatz wie von jemandem, der halt hier ist geboren und in dieser Sprache sich hat können, wie weiterentwickeln und wachsen. Ich bin Meral Qureshi, ich lebe in Bern, ich bin Autorin und geboren bin ich in Prizren, in damaligen Jugoslawien, wo jetzt Kosovo ist. Das ist schon lange her, ich war 10, als wir in die Schweiz kamen. Eishe ve zuruna, aşkı tepenler! Eishe ve zuruna, aşkı tepenler! Mein erstes Buch hört auf mit dem Satz «Es war einmal, es war kein Mal». Und auf Türkisch für alle Märchen so an. Ich war schockiert, als ich auf Deutsch ein Märchen anfangen lesen konnte. So, «Es war einmal». Es war so. Es war genau so. Ich war total schockiert, weil arabische und türkische Märchen sind. Es könnte so sein, aber es könnte auch ganz anders sein. Yalan ile dolan ile dünya kuranlar. Yalan ile dolan ile dünya kuranlar. Meine Familie und ich sind aus dem damaligen Jugoslawienkrieg in die Schweiz gekommen und waren hier Flüchtlinge. Ich glaube, ich wollte nicht da sein, ich habe es nicht schön gefunden. Wir waren an der Brunn-Matt-Strasse in einem Bunker mit sehr vielen anderen Leuten. Und ich wollte wieder zurückgehen zu meiner Familie, zu meinen Großeltern, zu meinen Freunden auf Prizren. Es ist ja auch als Kind, man gewöhnt sich an einen Ort, man ist dort, man fühlt sich wohl, man kann sich verständigen und dann plötzlich kommt man neu her, wo das alles nicht passiert. Und es braucht eine Zeit, bis man irgendwo angekommen ist. Sie betete weiter und ich ging zur Toilette. Ich wusste, dass man auf der Toilette keine arabischen Worte sprechen durfte, weil es eine heilige Sprache war, die alle Muslime sprechen sollten, aber auf keinen Fall auf der Toilette. Man würde die Sprache verdrecken mit dem Gestank. Und außerdem hatte Gott auf der Toilette gar nichts zu tun. Und darum war es einfach schlimm, meine Eltern zu sehen, dass sie hier so einsam waren. Das war, glaube ich, am schlimmsten. Ja? Plötzlich wird man ja auch so wechseln, die Rollen. Also die Eltern sind die Eltern, man ist das Kind. Und dann plötzlich hat man mehr Verantwortung. Oder? Plötzlich redet man Sprache besser und dann übersetzt man irgendwelche juristische Briefe, die man selber gar nicht versteht. Und man findet Wörter, weil es sonst keinen Sinn würde machen. Plötzlich bekommt man eine Rolle oder spielt man eine Rolle, die eigentlich gar nicht für einen gedacht ist. So. Natürlich kann man sagen, ja, es ist tragisch, es ist mega traurig. Ich habe mein Zuhause verlassen, meine Grosseltern, die sind gestorben in der Zeit, als ich da war. Wir konnten nicht zurück. Meine Eltern durften 10 Jahre nicht arbeiten, wir hatten kein Geld. Es war wirklich immer mega anstrengend. Fakt. Aber es war auch alles andere. Es war auch mega lustig, wir hatten mega tolle Leute um uns. Ich hatte gute Freunde, ich hatte gute Lehrerinnen. Es hat mir Spass gemacht, neue Sprachen zu lernen. Es hat mir Spass gemacht, in Bern zu sein, neue Stadt, die Aare, all die neuen Eindrücke. Es war mega toll. So, und dann hat man 2 verschiedene Perspektiven. Und dann kommt es darauf an, in welcher möchte ich mich bewegen. Also, meine Eltern haben ihre Rolle sehr schön gespielt. Also, mein Vater hat immer gesagt, wir machen hier eine Reise, es ist mega spannend, wir gehen alles erkunden. Wir haben den ganzen Tag gespielt eigentlich. Und ich habe gemerkt, dass mein Vater eine Rolle nimmt, weil ich habe schon seinen Blick kennt, ich habe sein Lachen kennt. Aber irgendwann hat man das dann geglaubt. Also, meine Eltern haben eigentlich mega
gut geschaut, dass sie nicht vor uns irgendwelche Kriegsnachrichten geschaut haben oder über Sachen geredet haben. Sie haben uns keine Schwere mitgegeben, sie haben uns auch nicht belastet. Aber dadurch haben wir sie auch nicht belasten und so ist wie eine Distanz auch ein bisschen entstanden wahrscheinlich, weil man halt gleich nicht ganz ehrlich hat können sein, weil man sich zurückgezogen hat und weil man gedacht hat, das ist jetzt etwas, das ich nicht auch noch zu dem, was schon da ist, dazugeben soll. Ich wurde angefragt worden für die Sendung und ich habe abgesagt. Aus dem Grund, weil ich nicht wieder in eine Richtung gedrängt werden will, wieder den Stempel drauf gedrückt bekommen, Migrantin und hier auf dem Podest, bravo, sie hat es geschafft und sie kann mega gut Deutsch und sogar Schweizerdeutsch und sie hat etwas erreicht und hat Erfolg und ist mega bewundernswert. Ich kann auch darüber reden, dass ich nicht reduziert werden will auf Migrantin, auf Frau. Ich will überhaupt niemand reduziert werden. Ich bin ja im Gesamten, wie wir alle im Gesamten sind. Und es ist ein Teil davon, der mega wichtig ist. Aber ich bin auch nicht bereit, dass immer alles auf das reduziert wird. Babanelas, ununterbrochen aus dem Koran, so kam es mir vor, auf einem Kissen auf ihrem Schoß. Sie las in arabischer Sprache, der Sprache Mohammeds, meine Sprache ist es nicht. Sie trug ein weißes Kopftuch und bedeckte ihre langen schwarzen Haare. Sie wiederholte die kurzen Gebete, bis auch ich sie zu wiederholen begann. An manchen Tagen scheint der 1. September so weit weg zu sein, dass ich mich kaum erinnern kann. Nicht an dein Gesicht, nicht an deinen Geruch, nicht an deine Hände. Auch deine Stimme verschwindet mehr und mehr aus meinem Ohr. Ich habe Angst, dass du eines Tages ganz verschwunden sein wirst. Aus meiner Erinnerung, aus meinem Mund, aus meinem Gesicht. Aga sagt, ich sehe dir ähnlich. An anderen Tagen ist es, als wärst du kaum ein paar Tage tot. Du liegst leblos auf dem Bett, kein Lachen in deinem Gesicht, keine Bewegung in deinen Händen, kein Blick unter den gefallenen Lidern. Mein erstes Buch, «Elefanten im Garten», wo eigentlich für mich eine Geschichte ist von einem Vater, der stirbt, ist so ein Aufhänger geworden, so Migrationsgeschichte. Natürlich kann man die Idee haben, aber ich möchte nicht, dass das einfach das Thema von meinem Leben ist, was natürlich irgendwie gleich wird, weil es ja dazu gehört. Aber es gehört ja so viel mehr dazu. Und natürlich, man tut sich dann wie so dagegen wehren, aber irgendwie will ich aus dem ausbrechen und frage mich aber gleichzeitig, warum denn eigentlich? Ja, meine Grosseltern waren so kleine meine Ersatzeltern. Ja. Ich war mega viel bei ihnen. Und mehr als mit meinen Eltern, die beide gearbeitet haben und unterwegs waren. Sie waren auch sehr jung, als sie mich bekommen haben. Und das hat sich drastisch verändert in der Schweiz, weil sie einfach gefällt haben. Ja. Dann sind plötzlich meine Eltern geworden. Sehr komisch. Ja, füllen kann man irgendwie nicht künstlich. Leute fehlen und werden zur Erinnerung. Ich bin gestern an einem Souvenirshop vorbeigelaufen und dann habe ich gedacht, witzig, Erinnerungen kaufen. Das ist so etwas, was ich mache mit dem Schreiben. Nicht kaufen, sondern ich schöpfe ein bisschen aus meinen Erinnerungen und mache mit ihnen etwas. Und wenn ich Erinnerung aus Preisrennen müsste kaufen oder dürfte, dann wäre es wahrscheinlich meine Grossmutter in Form von einer Seife, die nach Rosen schmeckt. Siebenmal am Tag sollst du an den Tod denken. Dede sprach viel über den Tod. Dede ging an einem Freitagnachmittag spazieren, wo er wahrscheinlich dem Tod begegnet war. Er kam nach Hause zurück, wurde müde
und legte sich sterben. Ja. Es interessiert mich irgendwie schon. Oder lässt mich nicht los. Oder es gehen immer wieder Leute, wo mir wichtig sind. Und dann fährt man sich einfach überlegen, woher. Ich überlege mir immer, wie es wäre, wenn. Macht echt absolut keinen Sinn. Ja, wie wäre es, wenn ich heute 5 Minuten später aufgestanden und rausgegangen wäre? Wäre auch ganz anders geworden. Ich meine, klar überlege ich mir auch, was wäre, wenn wir nicht daher wären gekommen. Aber es ist so unsinnig, weil es wäre einfach das gewesen, was es ist. Und ich hätte mir überlegt, was wäre, wenn ich weg wäre. Du wirst es sehen. Da gibt es nichts zu erzählen. Da tue ich ja schon wie der Witz. Der Witz. Also ich kann sowieso keine Witze erzählen. Weil die Pointe schon verraten wird. Und das wäre es ja hier jetzt so. Nein, es ist sehr unspektakulär. Ich schreibe einfach etwas ans Fenster. Also jetzt hoffe ich, dass ich das heil schaffe. Ja, das ist so. Das nennt sich Markus Zürcher Fenster. Und das dürfen die Leute. Die hier im Progress Atelier haben, werden angefragt, so glaube ich, um das 3 Monate zu bespielen. Dann dachte ich, ich habe ja noch von meinem Manuskript so alte Blätter, die ich verkribbelt habe. Also tue ich das einfach so ein bisschen hertapezieren. Tapezieren hat auch nicht ganz funktioniert. Also habe ich es jetzt mit Klebe dran hergeklebt von innen. Und von außen tue ich es jetzt beschriften. Und ich habe vor, dass es. Dass ich jede Woche etwas Neues mache. Ich hoffe, ich kann es gut weglöschen. Also, das ist mein Bruder, das ist der Oktay. Oktay habe ich immer echt mega coolen Namen gefunden. Ich wollte viel lieber Oktay heißen als Meral. Oktay ist ja jetzt auch nicht so. Also könnte ja auch irgendwie für alle Geschlechter gelten. So wie Meral. Ich bekomme ja immer Briefe. Das ist schon ein recht männlicher Name. Oh, können wir das rausschneiden? Oh Gott! Ja. Falsche Entscheidung. Wieso habe ich ihn gewählt? Also weißt du, so, bei Meral ist halt alles super extrem. Es ist so wie. Von 0 auf 300 oben. Also, wenn etwas schlecht ist, ist es das Schlechteste von der Welt. Wenn etwas gut ist, ist es das Beste von der Welt. Du bist ja. Viel entspannter und absolut, ja. Irgendwie kannst du das Zeug so nehmen, wie es ist. Und ich möchte immer alles verändern. Ich glaube, das ist schon so auch ein bisschen gegeben. Also, darum bewundere ich ja auch die Entspanntheit und die Lockerheit. Und das mal können lassen sitzen und lassen und ich kann es irgendwie nicht. Ja, Rassismus, ja. Ja, ich glaube, das erleben wir immer. Immer wieder. Also früher sicher noch viel extremer. Und dann sicher noch so ein Stück, also am Anfang war es so wie ein anderer Rassismus. Es war mehr so, du bist in die Schule gekommen und du bist echt wie anders gewesen als alle anderen. Und das ist aufgefallen, du hast anderes Zeug an. Du hast einen Bart gehabt. Ich habe keinen Bart. Vielleicht ein Milchschnäuzchen, wenn ich mir alle stehe. Aber ja, das ist echt anders ausgesehen, anders geschmeckt, anderes Zeug. Die Leute die wollten mit dir Zeit verbringen. Das hast du gespürt als Kind und du hast nicht, also ich habe es einfach nicht verstanden. Also ich glaube, bei mir war es recht ähnlich. Am Anfang ist es natürlich mega schwierig, die Anpassung, weil man es hat auch nicht so Integrationsklassen gehabt. Zum Beispiel, man ist eigentlich in die Schule hineingesetzt worden. In die 4. Klasse und dann hast du nichts verstanden und irgendwann hast du es verstanden. Natürlich ist das so mit der Zeit gekommen. Die Anpassung war am Anfang sicher stärker, als es am Schluss war. Am Schluss war es eben dagegen. Ein Gegen-Aussein, bis sich das wieder eingependelt hat. So vom einen ins andere gehüpft, glaube ich, immer wieder. Also es ist nicht so eine lineare Zeit, wo alles entweder anpasst oder nicht ist, sondern es ist ja mega, es passiert ja etwas mit dem. So, man wird so zu einem Teenager, alles verändert sich. Man ist gegen die Eltern, gegen die Familie, gegen die Schule, gegen alles. Und dazu kommt noch, dass
alles andere auch anders ist. Und das macht ja schon etwas mit dem. Ja. Also ich glaube, ich habe nicht so eine, ich mache keine Separation. Ich habe auch nicht gerne Separation, also mache ich auch keine Separation. Ich glaube, ich verstehe mich einfach mit Leuten, die ich mich verstehe oder auch nicht. Es ist nicht, weil die Person Schweizerin oder nicht Schweizerin ist, sondern weil sie einfach cool ist oder nicht cool ist. Also, oder wo, irgendwo passt es oder es passt nicht. Aber es hat nicht mit dem zu tun, aus welchem Land das die Person ist, sondern es ist irgendetwas, es ist eine Ebene, wo es funktioniert. Es fällt einem doch das Negative auf oder bleibt einem das Negative irgendwie als das Positive? Oder bei den meisten Leuten? Ja, bei den meisten Leuten ist es ja schon etwas, wo, wenn ich mir so überlege, ist schon das Positive, das grösser ist, aber das Negative ist halt immer stärker. Ich glaube schon, wenn du dich wie reduzierst auf das Negative oder einfach nur das siehst, kannst du mega frustriert sein oder werden. Ich würde viel lieber über andere Sachen reden jetzt eigentlich auch langsam, als über so, wie wir in die Schweiz kommen und was das alles war und wie schlimm das war für uns. Also ehrlich gesagt, ich muss auch sagen, dass ich weiß nicht, ob das so kulturell bedingt ist, weil so wie schlimme Sachen sagen und hören, habe ich so wie das Gefühl, ist für uns auch gar nicht irgendwie etwas hure Schlimmes. Weil so Fluchen, weißt du, die Emotionen rauslassen und so weiter. So, ich habe dort das Gefühl, so wie. Keine Ahnung, also mir bleibt das nicht. Ich könnte mich nicht an ein Wort erinnern oder an einen Moment, wo mir jemand etwas hat gesagt hat und das hat mich so fest getroffen. Sondern es ist mehr so, ein, yes, es so gibt, viele Momente. Ja, es gibt so schon kleine Sachen, aber die gibt es immer irgendwie. Und ich bin mir langsam auch wie so, ich bin es mir leid. Ich weiß nicht, wie man das sagt. Also, wie sagt man es auf Schweizerdeutsch? Schiss mich an. Einfach die Reduktion, ja voll. Die Reduktion, der Stempel, die Migrantin, der Migrant. Und sag mir das Schlimmste, was dir passiert ist. Wie krass war es? Wie schlimm war es? Mega die Schnur voll eigentlich davon. Irgendwie, klar kann man darüber reden. Und ich finde es auch mega wichtig, darüber zu reden. Aber ich habe schon so oft darüber geredet. Also, ich habe euch natürlich in den Botanischen Garten geführt, weil das schon so einer meiner Lieblingsorte ist in Bern. Es ist so ein bisschen verwunschen. Es sind nicht so viele Leute da. Es hat ein gutes Café, das jetzt leider zu ist. Es ist gerade an der Aare. Es liegt so ein bisschen auf dem Weg zwischen dort, wo ich arbeite und dort, wo ich wohne. Ich hasse das Wort Schreibblockade. Schreibblockade, ich liebe Schreibblockade in diesem Fall, weil wenn ich nichts zu sagen habe, dann schweige ich. Und ich möchte auch nichts lesen von anderen, die in dieser Zeit versuchen, etwas zu machen, weil es interessiert mich wirklich zu wenig. Ich glaube, die Dringlichkeit braucht es tatsächlich, um etwas zu machen, was ihm selber interessiert. Und wenn es ihm selber interessiert, interessiert es zumindest jemanden. Über die dicke Mauer der Brücke hingen Adam und ich kopfüber und ich ließ meinen Kaugummi ins Wasser fallen. Jetzt erstickt ein Fisch daran, sagte Adam. Wenn ich Schnaps getrunken hatte, fühlte sich der Wind auf dem Fahrrad weicher an. Auch die Weite wirkte weiter und die kleine Stadt wurde riesengroß. Ich konnte untertauchen zwischen unbekannten Menschen, deren Gesichter verschwammen. Sonst hatte ich Adleraugen, wie Manuel sagte, der kurzsichtig ist. Nein, natürlich gibt es keine perfekte Geschichte. Wie auch. Es gibt einfach Momente, wo man sich irgendwo findet und wo man berührt ist. Oder ich, wenn ich ein Buch lese, gibt es Momente, wo ich mega berührt bin, mit Figuren, die ich mitgehen kann, die ich nachempfinden kann. Oder auch überhaupt nicht fantastische Welten, die mich irgendwo mitnehmen, die Welten öffnen, wo ich fasziniert bin. Es fasziniert mich einfach. Die Imagination, die Fähigkeit haben wir ja. Und es ist so schön, irgendwie, wenn man dann so, oder wenn ich dann, beim Lesen habe ich das halt am meisten, oder? Ich lese etwas und dann kann ich mir es vorstellen, die Geschichte, oder eine Landschaft, oder eine Farbe. Und wenn ich es halt sehe im Kino oder bei einem Film, ist es mir schon geil. Es ist mega passiv und ich nehme es und und so ist es halt. Und bei einem Buch habe ich so viel mehr Möglichkeiten.
Ja, viel mehr Möglichkeiten, Orte zu wechseln, die Figuren zu wechseln. Ich habe so viel in der Hand, ich spiele Gott und lasse die sterben und den wieder auferstehen und die zwei ineinander verlieben. Und es macht mega Spass. Als ich meinen Blick von der Menge abwendete, stand er vor mir. Hallo, sagte er, hallo, sagte ich, und so fing alles an. Ein Fremder kann über Nacht zur wichtigsten Person werden. Dann verwandelt sich der gleiche Mensch ganz langsam über Jahre wieder in einen Fremden zurück. Ja, sowieso. Ich war umgeben von verschiedenen Sprachen. Und dadurch hat man sie plötzlich verstanden. Das ist ja so das Faszinierende am Kindsein. Man lernt nicht eine Sprache, sondern man versteht sie plötzlich. Ich finde Deutsch eine sehr schöne Sprache. Ich habe ja erst mit, weiss nicht, 16, 17, 18 habe ich erst angefangen, Schweizerdeutsch zu reden, weil ich vorher einfach Hochdeutsch geredet habe. Ja, natürlich, es ist eine Eingeschränktheit, wenn man nur sich in einer Sprache, in einem Land, in einer Stadt, in einem Daheim sich bewegt. Das, was ich versuche mit meinem Schreiben, ist Türen öffnen. Und das, was ich auf keinen Fall möchte, ist, dass Türen verschlossen sind. Und ich glaube, mit der Sprache macht man ja etwas sehr Ähnliches. Oder? Entweder tut man sich öffnen für eine Sprache, für Menschen, für andere Kulturen, oder man verschließt sich. Und wenn man sich verschließt, bleibt man halt etwas einsamer. Also das, was ich versuche, seitdem ich Mami geworden bin, also 2 Jahre, ist schon, ihr eine Sprache mitzugeben, eine weitere, ihr aufzuzeigen, und ihr nicht etwas vorspielen. Ich versuche schon, einfach so gut wie möglich mitzugehen. Ja, und vor allem möchte ich, dass sie weiss, dass sie hässig sein darf, dass sie traurig sein darf, dass sie schreien darf, dass sie lachen darf, dass sie glücklich sein und Freude haben. Also, dass sie einfach Zugang hat zu all ihren Emotionen und nicht nur zu denen, wie wir hier sagen, die angenehm ist. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich eher unangenehme, laute, mühsame Mensch bin. und eher nicht angepasst im Sinne von, dass ich mache, was von mir verlangt wird, sondern eher das Gegenteil, dass ich fast absichtlich mache, auch wenn ich gar nicht der Meinung bin, was nicht von mir verlangt wird. Und dass ich mich wie so dagegen streue und einfach dagegen bin. So, das ist natürlich extrem anstrengend für mein Umfeld. Gleichzeitig treibt es mich ja irgendwie. Das ist ja wie so eine Kraft, die mich zwingt, Sachen aus anderen Perspektiven anzuschauen. Wir dürfen uns so nerven und auf die Nerven gehen. Und wir dürfen uns so sagen, wie wir uns fühlen und was wir gerade denken. Und das ist auch mega wichtig, das sind ja Spiegel, die man hat, ununterbrochen. Im besten Fall sind Freunde oder Leute, die um einen sind, die einen kennen, Spiegel und sagen, hey, das war jetzt mega uncool. Oder das, was du jetzt gesagt hast, geht gar nicht, du musst dich entschuldigen. Wenn wir das ja nicht haben, also ich brauche das extrem. Wenn wir das nicht haben, dann sind wir dann nur noch Arschlöcher. Darf man das sagen? Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man Leute hat, die ja, einem ein sagen, wie man wirkt. Weil meistens vergessen wir schon, wie wir wirken. Und haben so ein Bild von uns, das überhaupt nicht stimmt. Ich glaube, man muss immer gehen, damit man nicht mehr gern ist. Oder? So die, ich bin schon glaub, sehr so ein sehnsüchtiger Mensch. Jemand muss weggehen von mir, dass ich ihn vermisse. Etwas muss weggenommen werden von mir, dass ich es zurück möchte. Ich bin nicht zufrieden, so grundsätzlich. Und ich brauche die Bewegung und die Reibung und so wie so ein Reh, das weglaufen muss. So das, der Adrenalin, um dann wieder runterzukommen. Ich glaube, ich habe schon lieber Bern bekommen mit der Zeit, als ich auch weggegangen bin. Also ich bin auf Biel gegangen, ich bin auf Lausanne gegangen, ich bin auf Zürich gegangen.
Ich bin auf Basel gegangen, auf Berlin gegangen, ich bin auf Paris gegangen. So. Und dann zurückzukommen, war mega schön. Und kaum bin ich zwei, drei Wochen da, hatte ich wieder Lust, wegzugehen. Well, don't you worry, 'cause it happens all the time. From around the bend, thinking this could be the end. Ich habe das Gefühl, Endlichkeit hat in jedem Arbeiten eine Bedeutung. Vielleicht gibt man dem mehr oder weniger Raum. Aber es macht die Sache schon interessanter, weil es halt endet. And you won't know what you got until it's gone. And it's been so long that no one's right and no